Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Glenmorangie Red Burgundy Wine Cask. Die Brennerei Glenmorangie in der schottischen Speyside hat ein sehr umfangreiches Sortiment, bestehend aus diversen Whiskys ohne Altersangabe, die dann meist in Sherry, Port oder Chardonnay-Fässer nachgereift wurden. Sie haben aber auch einige Whiskys mit Altersangabe im Sortiment von 12 über 16 bis hin zu 18, 25 Jahren, manchmal sogar älter. Die Whiskys, ja, das sind relativ große Batches, die da gemacht werden, auf 40 Volumenprozente runter verdünnt. Die Whiskys sind mild, leicht ausbalanciert, kann man eigentlich so in die Richtung Einsteiger stecken. Die Brennerei kann aber auch anders und das möchte ich heute anhand dieser Abfüllung hier zeigen, denn das ist eine Einzelfassabfüllung. Private Edition steht hier drauf. Man hat hier tatsächlich nicht diesen billigen Pappkarton oder so eine Blechdose. Man hat hier eine wertige Box, die ist dann auch zum Teil aus Holz. Ja, die kann man dann so aufklappen, das haben Boxen so an sich. Dann hat man hier Tasting Notes und ein bisschen Geschichte und ein bisschen was zu der Abfüllung an sich und natürlich hier die Flasche. Und da stehen dann die nötigen Angaben drauf, die ich jetzt mal vorlesen möchte. Wie gesagt, ein einzelnes Fass und das Fass hatte die Nummer 5392. Red Burgundy Wine Cask, also Rotburgunder quasi. Destilliert 2005, in die Flasche gefüllt 2016. Natürliche Fassstärke 47,2 Volumenprozente. Das ist für die wenigen Jahre, das können hier 10 oder 11 sein, sie schreiben nicht die Monate drauf, verdammt wenig Alkohol für eine Fassstärke. Was bedeutet, dass wahrscheinlich das Fass relativ weit oder relativ dicht unterm Dach lag, enorme Temperaturschwankungen mitgemacht hat. Ja, im Sommer relativ warm, im Winter relativ kalt. Infolgedessen ist in den 10 bis 11 Jahren hier sehr, sehr viel Alkohol über den Angel Share verloren gegangen, hat auch relativ viel Alkohol an sich verloren und deswegen ist hier der Alkoholgehalt so niedrig. Also der dürfte wirklich sehr, sehr intensiv sein, weil das Fass einfach verdammt viel gearbeitet hat. Ja. Hier steht leider nichts drauf, ob er gefärbt oder kühl gefiltert ist. Bei 47,2 dürfte der Alkoholgehalt eigentlich hoch genug sein, um ihn auch ohne Kühlfilterung klar zu halten. Er ist aber nicht klar. Der ist trüb, da schwimmen Partikel drin rum. Von daher gehe ich mal aus, er ist nicht kühl gefiltert und so ein Burgunderfass wirkt sich ja auch krass auf die Farbe aus. Vielleicht ist er auch ungefärbt. Ungefärbt. 47,2. Also ich hatte schon Whiskys, die waren 20 Jahre alt und hatten immer noch 60%. Und der hier nach 10, 11 Jahren unter den 50. Krasse Farbe, also das ist schon ein sehr dunkles Rotgold. Den Rotstich, den kann er auf jeden Fall nicht verleugnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Burgundy, Burgunder ist nice. Das ist so ziemlich Spätburgunder, so ziemlich der einzige Wein, der mir zusagt. Aber da auch nicht jeder. Ja, das ist wie beim Whisky, der darf nicht zu holzig sein, nicht zu fasslastig. Der muss so schön die Balance halten. Mal gucken, wie der Whisky jetzt ausfällt. Oho. Also wer Glenmorangie kennt als milden, weichen, ausbalancierten, angenehmen Whisky, hier nicht. Boah, die Weinnote, die ist sowas von dominant und schön. Oh. Wunderbare Vanille mit dabei, rote Früchte. Ja, so Malzzucker, also eine süßliche Getreidenote mit dabei. Man merkt ganz, ganz dezent den Alkohol, der hat so einen leicht kühlenden Einfluss in der Nase, gibt dem Ganzen was Minziges. Sehr schön. Riecht so ein bisschen nach Cranberries, diese trockenen Cranberries. Schön. Nicht zu viel Weineinfluss, nicht zu wenig. Also man merkt noch den Malt Whisky Charakter darunter, das möchte ich jetzt damit sagen. Das Fass überdeckt hier nicht den Brennereicharakter. Das Glas habe ich von, halbe Stunde mit Sicherheit schon eingeschenkt. Und da kommt jetzt die Eiche richtig zum Tragen. Der ist nussig. Der ist zartbitter auch ein bisschen. Ja, also die Tannine der Eiche, ich gehe mal stark davon aus, dass das hier ein europäisches Eichenholzfass war. Das gibt ordentliche Tannine an den Whisky ab. Und wenn das Fass wirklich so krass gearbeitet hat, wovon auszugehen ist bei dem niedrigen Alkoholgehalt, dann hat man da auch die Bitterstoffe der Eiche drin, die Tannine, und die spürt man hier. Aber nicht unangenehm, weil zu bitter ist nicht mein Ding. Oh, der ist echt nice. Slange. Oh, ist sehr gut. Oh.
Vanille und rote Früchte. Also diese trockenen Cranberries auch im Geschmack. Ein bisschen Himbeer kommt tatsächlich noch dazu. Alles von so einer süßlichen Vanillenote untermalt. Ein bisschen Getreide, Malz ist jetzt auf der Zunge spürbar. Und im Abgang kommt die Eiche. Relativ trocken, muss man sagen. Also diese Süße verschwindet jetzt und jetzt macht sich Trockenheit im Mund breit. Aber so hinten auf der Zunge noch so eine unterschwellige Fruchtsüße. Oh Gott. Also kann ich schon sagen, ist bisher der beste Glenmorangie, den ich im Glas hatte. Schön. Der gefällt mir echt gut. Ich würde jetzt tatsächlich mal ein bisschen Wasser dazu machen. Er braucht es nicht. Ich meine 47 Volumenprozente, das ist nicht mehr viel. Ja. Ich würde es trotzdem mal probieren. Aber nur so ein Hauch. Vielleicht, dass man ihn vielleicht auf 43 kriegt. Um zu gucken, was passiert. Richtig trocken jetzt im Mund. Und der Wein ist präsent. Ja? Also der schmeckt sich jetzt so eine Minute oder zwei, eine Minute nach dem Schlucken fast, als hätte ich den Wein an sich getrunken. Jetzt wird er leichter. Man hat auf der einen Seite die Eiche jetzt sehr, sehr dominant. Auf der anderen Seite switchen die Früchte jetzt ein bisschen. Und man hat so diesen zitrusfruchtigen Brennereicharakter von Glenmorangie. Also mit Wasser geht tatsächlich der Wein ein bisschen beiseite und lässt dann so Einblicke gewähren auf den Brennereicharakter. Was ist das hier für eine Frucht? Er ist auf jeden Fall heller. Ist es eine Birne? Es könnte schon eine Birne sein, aber voll saftig. Also der Whisky in der Blindverkostung würde ich den niemals 10 bis 11 Jahre schätzen. Ich würde schon sagen, der hat seine 15 bis 18, weil er wirklich so voll ist und richtig schöne Eiche im Abgang zeigt. Kann was. Oh, der riecht jetzt voll nach Aprikosenmarmelade. Also die Fruchtigkeit switcht, der ist unheimlich komplex. Das würde ich jetzt hier nochmal probieren. Der schmeckt so gut. Also mit Wasser hat er tatsächlich ein bisschen verloren. Ich meine, bei 47,2 Volumenprozenten, da ist es absolut gewollt, dass man den so trinkt, wie er ist. Und das sollte man auch machen, für was runter verdünnen. Ne? Ich habe es einfach mal ausprobiert. So muss er sein. Wunderschön süß, wunderschön rote Früchte, Himbeer, trockene Cranberries. Ja, so ein Touch Aprikose, die ich auch gerochen habe. Auf jeden Fall unheimlich fruchtig. Und die Eiche untermalt das Ganze dann, wird trockener. Keinerlei Bitterkeit im Geschmack, im Aroma, ja, dezent, aber im Geschmack in keinster Weise bitter. Geiles Teil. Absolut empfehlenswert, ja. Aber einen fetten Minuspunkt habe ich und das ist der Preis. 100 Euro ist einfach heftig. Also da verzichte ich gerne auf die Holzbox und nehme die billige Pappschachtel, weil der Fokus liegt ja tatsächlich auf dem Inhalt und nicht auf der Optik. Die braucht kein Mensch, die Holzkiste. Lasst ein bisschen im Preis nach, dann kann man sowas sich auch öfter gönnen. 100 Euro finde ich heftig für diesen Whisky. Aber er hat mir wirklich hervorragend gefallen, war der beste Glenmorangie, den ich bisher hatte. Die Brennerei kann aber auch noch teurer. Man hat diese. Ich hätte doch nicht mehr das dritte Mal nippen sollen. Man addiere diese 100 Euro um eine Nullstelle, dann ist man bei 1000 Euro und auch da wird man bei der Destille fündig. Es gibt nämlich eine Abfüllung, die nennt sich Mastery. Kostet 1000 Euro, ist was ganz Besonderes und ich habe tatsächlich ein Sample von diesem Mastery. Den werde ich im nächsten Video besprechen. Ja, für den Moment soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!